Hallo. Schönen guten Tag. Und möchte Ja. gerne mit den Herrn Solinder sprechen? Ja, der ist bei Telefon. Super. Ja. Deswegen ich anrufe. Sie haben doch vor kurzem mal einige Fragen online zum Thema Gas und Strom beantwortet. Und dass wir uns eben nochmal melden, um einfach mal zu schauen, was man für den gleichen Verbrauch weniger bezahlen kann. Für Gas? Ja. Was zahlen Sie monatlich an Gas? Ich meine 45 Europa. Und wie sieht es bei Strom aus? Was zahlen Sie da? Ist das das in Electricity 63, glaube ich. 63. Weiß nicht genau. Sie sind doch gerade zu Hause, ne? Ja, Balkonien. Ja. Und Sie haben doch bestimmt schon eine Endjahresabrechnung bekommen von Ihren Anbietern. Ne, ist ja noch ein paar Monate. Das wird noch nicht kommen. Haben Sie eine alte Endabrechnung vom Vorjahr? Vielleicht. Weil da steht nämlich auch der Jahresverbrauch drauf und Es ist das so eine ganz große Zahl gewesen. ich habe eine Frage. Sind Sie bei der E.ON? Ja. Ah ja, dann kriege ich auch raus, was Sie für einen Jahresverbrauch haben. Okay. Wenn Sie 45 Euro bezahlen, dann kriege ich das raus. Okay. Sehr gut. Weil ich habe die E.ON nämlich vor mir. Oh, was sind Sie für Ja. eine Firma? So, ganz kleinen Augenblick. Chip. So, da Ja. haben Sie. Ganz kleinen Augenblick. Ich muss das mal rauskriegen, was Sie da für einen Verbrauch haben. Ja. So. Ich habe Zeit, muss nur warten, Das ist lieb. bis den Steak fertig. Ach, so ein Steak, das ist doch was Feines. Ist bei Balkon, möchten Sie auch eine haben? Ach, gerne. Oder können Sag ich nicht nein. gute Deal machen? Wollen Sie Indisch Curry Sauce haben? Ja, gerne. Ja, mögen Sie scharf essen? Ja, ich esse gerne scharf. Oh, sehr gut. Sehr gut. Dann können wir Deal machen. Ja. So, also. Haben Sie denn schon mal Ziege gegessen? Nee, Schaf habe ich bloß gegessen. Ah, das ist Ziege ist ein bisschen anders. Das muss man probieren, ob man das mögen. Mögen Sie Ziegekäse? Ziegenkäse esse ich auch. Ja, das schmeckt so ähnlich. Nur halt nicht Ach nach so. Käse, sondern nach Fleisch. Ah, Sehr alles gut, sehr gut. klar. Da habe ich so Schön. Ziegefarm, ne? Und das Ziegebock ist bei Auto gelaufen. Jetzt können wir das essen. So ist es. Jetzt könntest du nicht wegschmeißen. Nee, das stimmt. Ja, das ist heuer Ich alles werde genug heutzutage. das Nagbar, der muss das Ziegebock bezahlen. Ich werde es trotzdem essen. Ja, na klar. Ja, klar, muss man doch die So ist Situation es. nehmen. Na, aber, ne? Man So muss ist ja es. auch das weiß nicht, wie heißt das für TV bezahlen, wenn man gar nicht TV gucken. Da kann der auch mein Ziege bezahlen. Rundfunkgebühr, ne? Ja, mein Gott, ja, das mit denen würde ich nicht mit denen anlegen. Aber man kann wohl nicht gewinnen. Nee, da haben Sie vollkommen recht. Da haben wir keine Chance. Ja, da habe ich auch zu das sagen, was soll das Scheiß? Der gesagt, ich kann das nicht verstehen, ich will das nicht hören, nicht sehen. Und dann habe ich gesagt, wo soll ich die Ziege hinschicken? Und da sagt die Ja. Frau, was für ein Ziege? Sag ich, ja, sie wollte sie doch ein Ziege schicken. Da sagt die, ja, wir haben doch gar keine Bestellung machen. Da sagt die, ja, ist ja egal, ich habe ihres ja auch nicht bestellen. Dann wollte die Polizei anrufen. Oh Gott. Gott, oh Gott. Wenn das nicht so weit weg wäre, hätte ich Azubi mit Ziege dahin schicken. Da kannst du dahin bringen. Einfach nur das blöde Gesicht dort gucken, was die dann machen. Oh mein Gott. Ist richtig. Schrecklich. Also, ich habe jetzt mal mit 6000 Kilowatt gerechnet, ne? Würden Sie bei uns bezahlen 36,41 € monatlicher Abschlag für Gas? Oh, weniger. Das ist ein bisschen Weniger, weniger. ne? Ging 45 Euro, ne? Ja. So, ich will mal gucken, wie es bei Ihnen bei Strom aussieht. Und wie haben Sie das denn Berechnung bei 6.000 machen? Das liegt am Arbeitspreis, ne? Dadurch, dass wir Arbeitspreis haben von 4,78 Cent, Ja. ne? Ja. Und die E.ON Arbeitspreis hat über 6, noch was Cent, Ja. ne? Können wir preisgünstiger sein. Deswegen sparen Sie Geld bei uns. Ja, aber wo das Zahl 6.000, wo kommt das, wo haben Sie das genommen? Ich hab die E.ON vor mir gehabt, ne? Den Grundversorger hatte ich bei Gas, die E.ON vor mir. Und ich habe mich rangetastet, dass ich auf Ihre Summe komme, was Sie zahlen, ne? Ja. Und dann 6000 Kilowatt, ne? Ja, Da, aber man kann sich das rantasten, ne? muss man das dann in Berechnung machen, weil ich habe das bei denen nie machen. Wie meinen Sie das? Ja, das mit Geräten und Verbrauchern, weil das muss man ja in Ja gut, Addition machen. Sie haben, Sie haben doch bestimmt schon mal eine Endabrechnung bekommen von der E.ON, ne? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ja, das ist meine Frau, das Postkrieg Ach, machen. das.
Ah, das macht die Frau alles. Ja, Aha, natürlich. aha. Du musst die Ziege schlachten, Frau kann einen Brief schreiben. Okay, machen wir es andersrum, dass wir genaue Werte haben. Ja, soll ich sehen? Also ich bin jetzt gerade zu Kühlschrank gelaufen, da ist ein Aufkleber drauf, das braucht 213 kWh bei Jahr. Steht da drauf? 213. Ja. 213? Ja, steht da drauf, kWh Annum. Das ist doch, Annum ist doch ein Jahr, oder? Ja, aber 213 so wenig? Steht da drauf. Sie meinen eher 2013, ne? Nee, so viel braucht doch kWh. eine ganze Wohnung bei einem ganzen Jahr. Das ist aber wenig, 213 Kilowatt. Für Strom, nicht von Gas. Ja, Strom. Ja. Das ist Ne, oder meinen Sie, Sie meinen bestimmt 2013 Kilowatt. Nein, nein, ich bin Mathematikfanatik, kann das Zahlen schon Ach so. unterscheiden. Und ich Ich weiß glaube nicht, Ihnen ob das, das. vielleicht hat meine Frau das nur gekauft, weil das da draufsteht. Und das ist so eine Betrügung gewesen. Ich weiß nicht. Ich kann sie nur vorlesen. Ja, ich glaube Ihnen das. Weil bei Ne, uns aber immer so viele, 213 Kilowatt ist ein bisschen weil wenig. da immer so viele Leute bei uns anrufen. Und jetzt meine Frau das Kühlschrank kaufen, weil das gute Deal machen. Also ich kann Ihnen wirklich sagen, 213, also 213 Kilowatt für Strom, Ja. das ist zu wenig. Dann zahlen Sie nach. Ja, aber wir müssen ja das andere Gerät noch dazu nehmen. Das ist jetzt hier nur für das Kühlschrank gewesen. So. Ja. Mann, Sie sind gut. Ich hab doch gesagt, ich bin bei das Kühlschrank und da ist Aufkleber drauf. 213. Okay, nächstes Gerät. Ja, weiß nicht, was hat ein Mikrowellen? Das ist immer unterschiedlich. Ja, weil das ist fast so alt wie ich, das hat keine so Aufkleber. Also wenn wir danach durchgehen, ne? Ja. Wenn wir uns jedes elektrische Gerät nehmen, Ja. nach der Kilowattzahl nehmen, dann sitzen wir heute Abend noch hier. Das ist Ich in mach's Ordnung. Also, andersrum. ich habe dann wir sind jetzt bei Wohnzimmer, habe ich HiFi Stereo, TV, Lavalamp. Ja, das Computer von Frau, LCD-TV und muss. 6 Glühbirnen und Radiowecker. Ist das in Ordnung? Ja. Also, ich werde Was dann mir auch. muss jetzt mal weitergehen. Warte mal. Ich habe das Aktivrausch vergessen. Können Sie das noch aufschreiben? Das ist Ja. so Kinderspielzeugen. Das haben wir mal bekommen. Das ist von so Marktforschung gewesen. Oh, das ist Ach so so. schön, ja. Für den kleinen Sohn. So ist bei Schlafzimmer. Ja. Das große TV-Beamer Leinwand. Ja, das elektrische Fensterheber. Ja. 2 Wecker. Ah ne, das ist ja mit Batterie, das muss man nicht Das ist eine mitnehmen. Batterie. Das ist mit Batterie. Dann ist Massagestab von meiner Frau. Oh, 2 Glühbirnen. Ja. Gaystation. Und das Handyladung, aber das ist ja egal, das ist ja nicht so viel, oder? Nö. Was geht mit dem Handy? Was gibt bei Sie zu essen, junge Frau? Bei mir? Ja. Oh je, ich weiß noch nicht, was ich heute esse. Ne, das hört sich an, als ob Sie jetzt gerade essen. Nein! Ich hab einen Krümel im Hals. Oh Gott, soll ich Sie Ja. einmal bei Rücken hauen? Sage Sie, Kollege, der Nein! muss Sie Leben retten. Ich wollte bloß was trinken. Oh Gott, ja, können Sie auch einen Wodka haben? Wodka. Na gut, Wodka ist was Schönes. Also sage ich nicht nein. Ja, weil das ist aber doch bestimmt anstrengende Arbeit, weil viele Menschen bei Telefon immer so unfreundlich sein. Och, mir macht Spaß zu telefonieren. Ja? Ja, mir macht Spaß. Wie gibt es heute Mittag? Da hat es einer angerufen, der wollte bei mir das, wie heißt denn, Anwaltversicherung, Verkaufung. Und das Aha. sagt, dass, Sie sind so netter junger Mann, dass Menschen bei Telefon immer schreien, immer auflegen, immer Beleidigungen machen. Ist das bei Ihnen anders gewesen? Ja. Das hört sich nicht Also, so glücklich an. es ist so, es gibt so einen Kunden, es gibt solche Kunden, ne? Also, ich Ja. nehme so jeden Kunden so, wie er ist, ne? Also, man muss sich drauf einstellen auf den Kunden, Also ne? wenn das bei Telefon anders ist, Arschloch, dann Sie auch Arschloch-Modus anmachen. Nö. Wenn er wirklich so ein Wort sagen würde zu mir, ne? Dann würde ich sagen, ja,
So müssen wir uns leider nicht unterhalten. Ne, ich bedanke mich fürs nette Gespräch und wünsche dir noch einen schönen Tag. Ah, nicht auflegen, hallo. Das ist nur eine Nein, nein, Frage ich bin noch gewesen. da. Ich bin noch da. Ich wollte Sie nicht beleidigen. Ich wollte Nein, nichts sagen. nein, nein. Oh Ich Gott. wollte ihm bloß mal sagen, was man denn sagt dazu, ne? Ach so. Oh Gott. Oh mein Gott. Nein, nein, alles okay. Oh, sehr gut. Alles Also ich bin okay. jetzt bei Kinderzimmer gelaufen. Ich würde Sie ja Ja. gerne sagen, was ist das alles für Geräte, aber man kann fast nicht laufen. Das hat ein PlayStation, auch ein Game Station, das ist Ja. Dominion Edition, falls das wichtig ist für das Protokolling. Dann habe ich mir TV, Ja. drei Glühbirnen, Ja. zwei Lavalampen. Ja. Und das andere ist mit Sonnenlicht. Das ist ja egal. So ist es. Richtig. So, bei Flur gucken. Das ist, habe es so ein Elektrik, kennen Sie von das für das Katzen? Das kann man so mit so ein Flauschdingen, was die das jagen. Das hält man So so ein an, Spielzeug. das hängt man an eine Schnur wie so ein Ach so. Angeln. Ja. Und das Und dann ist läuft die Katze hinterher. ja, das ist mir zu dumm gewesen, weil man muss das ja immer halten und bewegen. Das fast meinen Arm kaputt machen. Und da habe ich das Elektrik, das sich dreht wie Glücksrad. Habe das bei Wand anmachen. Boah, das war auch gut. Ja, das haben, dann haben wir sechs Glühbirnen. Aha. Müssen Sie das Wattzahl haben? Nö, nö. Weil dann müsste ich gucken. Ich weiß nicht, ob das sind jetzt 60 Nee. oder 40. Nein, brauchen Sie nicht gucken. Alles Ja, okay. weil das, aber so viel Gerät, ne? Telefon, das steht in Telefon und Faxkopiergerät. Und Staubsaugung, aber das, da müssen wir gucken, weil das wir ja immer bei anderen Zimmern dran machen, bei Steckdosen. Ja. Wo sollen wir das reinregnen? Also, jetzt haben Sie mir wirklich alles wunderschön aufgezählt, Ja, ne? das wir sind noch nicht fertig. Jetzt muss ich bei Arbeitszimmern noch machen. Ach, Arbeitszimmer auch noch. Ja, Gut. natürlich, muss das ja alles machen. Das ist auch Ja, das ist Computer. richtig. Ja. Zwei Bildschirme. Ja. Das Webcam. Ja. Mikrofon. Ja. Dann habe ich Kamera und Leinwand. Ja. Ja. Nochmal ein Ducken. Ja, und so ein Fußmassage und Massagesessel. Aha. Ja, und Headset. Das ist mit Kabel. Ja. Und Boxing, also das Soundboxing. Ja. Ja. Und wie ist mit Heizung? Ne, das ist ja wieder für Gas, oder müssen wir das Das ist durch? für Gas. Also Gas ist schon alles okay, ne? Ja, dann müssen wir Herd auch aufschreiben. Herd ist auch richtig. Das ist Ja, auch wichtig. und wir haben neun Heizungen bei Wohnung. Ja. Wie ist das, müssen wir das mit Berechnung, wie viele Stunden das laufen, dass man weiß, wie viel das verbraucht? Ja, das Problem ist, man hat ja nicht alles gleichzeitig an. Ja, Ne? okay. Das ist ja immer unterschiedlich. Ne? Sie benutzen ja nicht alles gleichzeitig. Ja, das ist richtig. Ne? So ist es. Ne? Und es ist eben wirklich so, ja, man sieht es immer wirklich nur an der Endabrechnung, wenn man die Endabrechnung bekommt von Strom. Ne? Was der Kunde wirklich im Jahr verbraucht hat. Nee, Ne? das würde Gut. wegen Gasheizung, nichts Strom. Gas jetzt. Ja. Aha, okay. Oder nicht? Sie wollte doch das mit Gas machen. Gas auch, ja, Gas waren wir ja schon. Jetzt sind wir ja bei Strom gewesen. Ach so, ja, okay. Ja, Können ne? Sie noch mal, dass ich nichts habe vergessen, können Sie noch mal vorlesen? Was kann ich noch mal vorlesen? Das Geräten. Also, ich habe mir die Geräte jetzt nicht aufgeschrieben, ne? Oh Gott, ich muss jetzt alles noch mal sagen. Warte, Nein, okay. Sie brauchen gar nichts noch mal sagen. Ist alles okay, Sie brauchen die Geräte nicht noch mal aufzählen. Es ist alles in Ordnung. Ja, aber wir müssen da das Berechnung machen. Die Berechnung kriegen Sie immer nachher von Ihren Energieanbieter. Oh, ich Und deswegen muss, hat oh man. Gott, ich muss das ja vorher wissen. Nein, das, nein, nein, passen Sie auf. Es ist so: Sie werden mal mit Ihrer Frau reden. Die Ja. sucht die letzte Endabrechnung raus für Gas und Strom. Ja. Ne? So, dann werde ich mich noch mal melden bei Ihnen. Und dann sehen wir, was Sie am Verbrauch haben bei Gas und Strom. Das steht nämlich auf der Endabrechnung drauf. Ja, aber ich dachte, Sie wollen das jetzt, das Berechnung durchführen. Berechnung würde ich gerne durchführen, wenn ich wirklich den richtigen Jahresverbrauch habe. Was Sie genau an Gas verbrauchen im Jahr und was Sie genau an Strom verbrauchen im Bin ich Jahr. jetzt umsonst von meinem Steak weglaufen und habe Sie sagen, was habe ich für Geräte zu Hause? Ach, nee, ich fand es aber ganz toll, fand ich das.
Ne? Also muss ich ehrlich sagen, fand ich Ja, schön. habe ich. Ja. Gibt es, weil ich bin nicht so aktuellen, gibt irgendwelches Geräten, das muss man haben heutzutage? Also sie haben schon wirklich Top-Geräte. Ja? Ja. Sehr gut. Ne? So, jetzt ist die Frage, wann kann ich mich denn nochmal bei Ihnen melden? Weiß nicht, können wir das nicht das Live-Berechnung machen? Nein, leider nicht. Oh mein Gott. Also es ist so, ich brauche wirklich den letzten Jahresverbrauch, was Sie haben an Sie Gas und können Strom. ja das geräten, die können ja bei Dr. Google bei Verbrauch gucken. Was steht ja bei Internet bestimmt drinnen. Aber es steht ja nicht drin, was Sie verbrauchen direkt im Jahr, weil es ist ja, Sie nutzen ja nicht alle Geräte gleichzeitig. Ne? Und Also meistens werde ich das Licht- und Kühlschrank gleichzeitig benutzen. ja, Kühlschrank ist klar, der ist Tag und Nacht an. Ja, Ne? meistens. Ja. Also wir arbeiten wirklich nur mit dem gleichen Jahresverbrauch, was der Kunde hat. Oh Gott. Ne? Ja, oh Gott, aber das ist gar nicht so schlimm. Sie fragen einfach Ihre Frau nach der letzten Jahresendabrechnung für Gas und Strom. Ja, soll ich sie vielleicht meinen Sohn geben? Wie alt ist Ihr Sohn? 19, weil ich kann auch nicht so gut Deutsch lesen. Dann gib meinen Sohn her. Ja, warte mal. Florian, komm mal her. Ich habe keine Ahnung, wenn das Gerät denn. Hast du eine Bestellung gemacht? Was redest du denn? Ich habe keine Ahnung. Guck mal. Hallo? Hallo, Herr Solinder. Ich bin Gas. Ich spreche jetzt mit dem Sohn. Ja. Ja? Gut. Was ist bestellt Also, worden? Ich habe das nicht verstanden. nein, Mein nein, Vater hat es auch keine. irgendwie nicht verstanden. Keine Bestellung, ne? Okay. Keine Bestellung. Es geht einfach nur darum, Ihr Vati hatte online einige Fragen zum Thema Gas und Strom beantwortet, ne? So, wir melden uns, um mal zu schauen, was man für den gleichen Jahresverbrauch, was man hat bei Gas und Strom, weniger an Geld zahlen kann monatlich, Ja, und was ne? soll ich da jetzt machen? So, nein, nein, nein. Du Ich habe sollst dein gerade mit Vati. meiner, ich hab grad mit meiner Gaystation gespielt. Nein, 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 ganz einen kleinen Augenblick. Du sollst bloß deinem Vati sagen, dass die Mutti einfach mal die letzte Endabrechnung raussucht für Gas und Strom. Ah, Weil da steht der Jahresverbrauch dieser drauf. Zettel, der da immer kommt. Korrekt, die man einem Jahr im Jahr kriegt. Muss das die Mama Ne? machen, sonst kann ich da auch hinlaufen. Kannst, wenn du das weißt, wo das ist? Ja klar, ich lerne Versicherungskaufmann, ich kenne Ach das. so, oh, okay, gut. Also es ist zwar nicht meins, aber ich will gern in den Sachen von anderen Leuten rum. Aha. Mal gucken. Ich laufe da mal. Darf ich sie mitnehmen? Ja, na klar, gerne. Okay. Sind Sie von Stadtwerken? Nein, ich. Das ist toll. Oh nein, jetzt habe ich es runtergeworfen. Was machst du da? Ja, tut mir leid, das ist mir runtergefallen. Jetzt kannst du es aufheben, das ganze Board in voll Papieren. Jetzt reg dich mal nicht so auf. Oh, ist das schlimm heute wieder. Er hat immer so einen schlechten Tag, wenn er Ziege schlachtet. Ach so. Na gut, die ist jetzt totgefahren worden, aber ist ja egal. Ja, das hat er erzählt. Ja, widerlich. Jetzt grillt er das Ding. Also, Ich glaube, das sieht ganz gut aus. was hast du da, Äh, Strom nee, oder das, Gas? nee, da steht Meldebestätigung drauf. Das ist das doch nicht. Oh, nee. Ihr habt ein schreckliches Chaos hier und zu mir sagt ihr, ich soll mein Zimmer aufräumen. Typisch Eltern. Schrecklich, ne? Oh, ich hasse es. Aber ich habe das neulich irgendwo gesehen. Da hat meine Mutter mich nämlich gefragt, ob wir sowas noch brauchen. Da sag ich, heb das mal auf. Da steht irgendwas mit Geld drauf, dann kann man das immer brauchen. Ja, das stimmt. Nee, das ist AOK, das wollen wir auch nicht haben. Nein. Da liegt eine Socke im Regal. Auch nicht meine. Oh, das sieht gut aus. Ja. 3.400. Bei Gas oder ist das Strom? Da steht Strom drauf. Strom, okay, gut. Hast du auch Gas? Ja, theoretisch habe ich Gas, aber keine Ahnung, wer. Kann er eigentlich nur der Hm. Papa gewesen sein? Ist ein Kaffeefleck drauf, kann man nicht lesen. Ach, kann man nicht lesen. Ah, weil ich da ja auch den Verbrauch brauche. Okay, bei Strom, ne, ist Papa gut. Ne? Also, was er zahlt monatlich. Ja, Ne, er wir zahlt haben ja jetzt drei. hier noch. Ich habe ja gerade mitgekriegt, ich dachte, was macht der denn? Der will jetzt unsere ganze Wohnungseinrichtung bei eBay verkaufen, wo der hier vorliest, was hier alles rumsteht. Wir haben. Ja, wollten wir es erklären, ne? Also was alles so Ja. verbraucht an Strom bei Ihnen, ne? Und dann müssen wir das Und trotzdem noch raussuchen. nein, 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 aber es ist ja so, alle Geräte, die man hat, spielen ja nicht gleichzeitig, verbrauchen ja nicht gleichzeitig Strom. Ne?
Naja, ne? außer das Aquarium außer Kühlschrank. Und der Kühlschrank. Richtig, ne? So. Und darum braucht man immer wirklich die Endabrechnung, weil da steht wirklich der haargenaue Jahresverbrauch drauf, den man hat. Ach so. Ne? So wie du eben gerade gesagt hast, bei Strom mit diesen 3400 Kilowatt. Ja, okay. Ne? Und ist das so, Strom ist gut. Nein, ist alles okay mit Strom. Super. Okay. Ne? Bei Gas siehst du das nicht, ne? Was ihr da verbraucht habt. Nee. Das ist, wie gesagt, ganz braun und nochmal drüber gewischt und hier und da. Wundert mich, dass die das überhaupt aufgehoben haben. Also ich hätte das weggeschmissen, bevor mir das alles wegschimmelt. Ja, nee, ist richtig. Ist ja widerlich. Aber man meckern, wenn ich mal einen Teller stehen lasse. Okay, ja, gut. Dann wenn ich immer so anmachen, dann sieht das bei euch selber so aus. Wo kommen wir da denn hin, du Kleine? Was wolltest du sagen? Ist schon okay. Oh, ist das schlimm heute? Nein, ist in Ordnung. Gut, dann hat sich das Ganze auch schon erstmal erledigt, ne? Und ich wünsche noch einen wunderschönen Tag, ja, ne? Ja, was passiert jetzt? Gar nichts, Sie sind mit Strom sehr gut dran, ne? Gas kann ich bloß eins empfehlen, dass Sie immer irgendwie suchen, vom letzten Jahr eine Abrechnung oder von davor eine Abrechnung, weißt du? Dass du da irgendwas findest, wo wirklich mal ein Jahresverbrauch draufsteht bei Gas. Verstehe ich nicht. Ich gebe sie nochmal meinem Vater. Hallo. Hallo? Ja? Also es ist alles okay, ne? Hat sich alles schon erledigt, ne? Aber warum denn? Nein, ist alles gut. Alles in Ordnung. Sie können ihre Ziege jetzt weiter grillen. Und was, ne? Was mit Strom passieren? Strom sind sie gut. Vom Preis her. Ja, was ist ihre Preis? Sie haben das ja jetzt nur mal so sagen. Okay, gut. Sag ich Ihnen, was wir für einen Preis haben bei Strom? Ja. Ganz kleinen Augenblick nochmal. Ach so. Ja, ganz kleinen Augenblick nochmal. Ich habe es gerade gelöscht bei mir gehabt. Oh Gott. Aber ist nicht so schlimm. Ist nicht so schlimm. Ich habe es ruckzuck wieder da. Ja. So, 3400 Kilowatt verbrauchen Sie im Jahr. Ja. Ne? So, Sie zahlen dafür 63 Euro im Monat. Ja. So, warten Sie. Und dann kann ich Ihnen sagen, würden Sie bei uns bezahlen im Monat? Ja. Ganz genau 93,54 Euro, also mehr würden Sie bei uns bezahlen. Bei einem Monat? Monatlicher Abschlag, hm? Ja, nee, dann will ich das ja nicht machen. Sie haben doch gesagt, so dass man Geld sparen. Ja, wenn man gutes Geld sparen kann, ne? Man kann Geld sparen. Was Sie vielleicht können, Geld sparen bei Gas. Das dann bei 2400 so viel Geld kosten? 3400 Kilowatt hat Ihr Sohn angegeben. Ne, das kann ich nicht sagen. Wir haben hier doch keinen Fabriken. Warte mal. Wolltest du das bei mir hinlegen? Warte mal, gucken. Also das, meinen Namen kann ich lesen bei Deutsch. Das ist in Ordnung. Das ist dann, ne, das ist ein 2 dahin. Das ist ein 2. Eine 2 ist das? Aha. Ja, das ist doch jetzt kein Fabrikgebäude. Das ist nur Ziegenfarm. Kleine Ziegenfarm. Okay. So, also das sind 2400 sind das hier, ja? Ja, 2400. Okay, gut. Die, sind Sie aber trotzdem 3 Euro billiger als wir. Bei uns würden Sie 65,21 Euro bezahlen monatlich. Ja, aber warum ist Strom so teuer? Ja, weil normalerweise, wir sind normalerweise spezialisiert auf Gas. Ja. Ja? Und da können wir eben wirklich teilweise sehr, sehr, sehr günstig sein für die Kunden. Achso, no? Weil das Goldbeiname dann das Goldstrom sehr teuer? Ja, kann man auch sagen, nee. Also es ist immer unterschiedlich, weil Hauptprodukt ist bei uns eben Gas. Ne? Strom bieten wir auch zwar mit an, sind teilweise auch billiger gegen andere über, ja. Aber eben manchmal auch teurer. Ne? Das ist immer, ne? Das ist immer so verschieden. Ne? Okay. Und das Gleiche ist eben bei Gas, ne? Nun weiß ich nicht, was Sie bei Gas genau für einen Jahresverbrauch haben. Nun muss ich bei das, mein Sohn das doch gerade angucken. Nein, konnte er nicht lesen, ach den so. Verbrauch. Das ist das Problem. Ach, konnte ja. Er nicht lesen. Ah ja, ich sehe, okay. Ja? Mein Fehler. Nein, ist nicht so schlimm, ne? Das konnte er nicht lesen, konnte er das, ne? Ja. No. Was sollen wir jetzt machen? Passen Sie auf. Ja. Das ist dieses Mal eine Abrechnung gewesen. Aber Sie haben doch bestimmt von einem Jahr davor auch eine Endabrechnung bekommen für Gas. Keine Ahnung. Und
muss jetzt hier nochmal gucken. Gucken. Was ich da finden kann. Weil das hier, das scheint ja das Ordner zu sein. Was hatte meine Sohn finden? Und da kann ich da noch einmal gucken. Oh Gott. Ist das ein bisschen größere Zahl? Kann das sein? Das ist immer verschieden, ne? Das ist, auf jeder Abrechnung ist es anders, ne? Kann das bei 16.000 sein? 16.000. Kann möglich sein. Okay. Ja, aber dann gucken Sie mal rauf, dann zahlen Sie aber für 16.000 Kilowatt keine 45 Euro. Dann müssen Sie mehr bezahlen an Gas im Monat. Das weiß ich auch, Leute. Gucken Sie mal rauf, was zahlen Sie. Da steht ja auch drauf, was Sie monatlich an Gas bezahlen. Ja, 45,31. Mit 16.000 Kilowatt bei der E.ON? Keine Ahnung. Das steht bei dem Brief drauf. Hallo? Ja, ich bin noch da. Ja. Nee, da bei uns zahlen Sie ja für 16.000 Kilowatt. Halt, Entschuldigung, ich hab noch. Oh Mann. Entschuldigung, mein Fehler. Chaotik. So, 16. Nö. Ich hab mich jetzt ein bisschen. Ich hab eigentlich statt 16.000 20.000 angegeben. Mein Fehler. Oh Gott. So. Jojo. Oh, okay. Ich bin ja auch nur ein Mensch, ne? Ja. So ist es. So. Wenn wir jetzt schon bei Deal machen, möchten Sie vielleicht ein Ziege erwerben? Hallo? Ja, ja, ich höre schon. Ja. Also, erstmal gesagt, bei Gas sind sie günstig. Wundert mich eigentlich, weil die E.ON eigentlich teurer ist als wir. Ja, das, ne, bei Gas. Manager, gut Freund von meinem Nachbar, und das ein Ziege geben. Nein, ich möchte keine Ziege haben. Ach so. Kein Zieglein. Ne, das sind große, das kann man essen. Ja, ich glaub Ihnen das, ne? Aber nein, ich weiß ja nicht, wohin damit alles. Kühlschrank. Für so einen großen Kühlschrank habe ich auch nicht. Mein Kumpel, das Gefriertruhe in Hackern, kann ich Sie seine Telefonnummer geben? Oh, tut mir wirklich leid, ich bin ganz allein, ich kann nicht so viel Ziege essen. Ja, das kann man ja lange Einfrierung machen. Ja, aber für einen ganz allein, dann gehe ich lieber in irgendwo eine Gaststätte, wo ich die Ziege essen kann. Und das ist ja viel teurer. Ja, ist teurer, aber mal kann man sich das mal gönnen. Oh Gott. Sie wissen oh gar Gott. Nicht, was Sie verpassen. Ja, ich glaub's Ihnen. Oh. Ne, oh. Na, aber, nein. Wir können keine Deal machen. Können wir keinen Deal machen. Strom zu teuer, nee. Und Sie keine Ziege brauchen. Nein, wir können keinen Deal machen heute. Oh. Ne? Steak essen. Ja, aber wissen Sie was? Ich bedanke mich fürs ganz nette Gespräch mit Ihnen. Ja, sehr gerne. Und wünsche Ihnen noch einen wunderschönen Tag, ne? Ja, den werde ich haben mit Ziegensteak. Na dann, guten Appetit, ne? Ja, auf Wiederhören. Wiederhören. Tschö.